Aus! Hier wird kein Antimonium beschworen. Verlebe. Oh, das ist die Kiste. Hey, lass das. Hallo, lass das. Eine gestützte Ranga-Statue. Okay. Warum haben die Ranga-Statuen dabei? Oh, da steht was. Eine Kitzelei. Ich bin groß und du bist klein. Du musst der blöde Gammert sein. Falk. Falk scheint Gammert nicht zu mögen. Gemocht zu haben. Komm durch die Tür. Dann kommt man durch. Okay. Oh. Heilkunde bin ich Rang 6. Kann ich das denn lernen? Heilkunde war das hier, ne? Ne, das ist Pflanzenkunde. Hier ist Heilkunde. Nee, tut mir leid. Du musst weiter vor dich hin bluten. Gehen wir erstmal die Quest weitermachen. So. Seumo Segal. Segol. Segal. Segal, ne? Oh, das könnte sein. Das sieht wichtig aus. Du bist Segal? Kairon, endlich darf ich dich kennenlernen. Kalandra hat viel von dir erzählt. Sie sagt, dass du dich als unser Vater bezeichnest und dass du mir helfen wirst. Ich habe sie gezeugt. Ich unterwies sie, seit sie hier erschien. Ich lehrte sie das Wort des Meisters und die Macht über ihre Gabe. Ich glaubte an sie, als sie alleine war. Das Mädchen machte ich zur Führerin. Und sie nahm mich als Vater an. Ich weiß, diese Gunst kann ich nicht von dir fordern. Ich muss sie mir verdienen. Doch ich kann hoffen, weil ich glaube. An dich und an das, zu dem du bestimmt bist. Du willst mein Vater sein? Ich kenne jenen anderen, den du Vater nennst. Ein Mann mit weichem Herz und wenig Glauben an das Gute. Das machte ihn zum Lügner und Verräter. An euch, an Azzaril und auch an mir. Azzaril hat ihn gefangen genommen. Vielleicht ist er hier. Ihr Hass sitzt tief. Sie lässt ihn foltern. Wo genau, das weiß ich nicht. Du willst meine Gunst? Dann finde ihn. Du willst ihn retten? Um jeden Preis? Um jeden Preis. Mein Vater ist das. Verlange von mir, was du willst. Gut, ich helfe. Über den Preis sprechen wir später. Die Erwachten nannten mich ihren Bruder. Kalandra erkennt dich als Vater an. Mir machst du das gleiche Angebot. Warum? Azzaril erwählte den Mann, den du Vater nennst, und mich als Väter der Erwachten. Wir sollten eure Lehrer und Beschützer sein. Er ging fort, aber ich blieb. 5 meiner Kinder sind gestorben. Das war auch meine Schuld. Wie das? Ich glaubte, dass Erziehung alles sei, dass die Gaben in meiner Nähe reifen müssten, denn niemand hat sie länger und tiefer studiert als ich. Doch nacheinander fielen alle ab. Gamat, Cassio, sogar der gehorsame Falk drohte abtrünnig zu werden. Nur ihr beiden seid zurückgekommen. Und eure Gaben sind die mächtigsten von allen. Weil eure Gaben draußen reiften. Weil ihr das Chaos kennenlerntet, bevor euer Erwachen kam. Ich bin froh, dass das Töten bald ein Ende hat. Ich liebte alle meine Kinder. Und wenn es auch schwer zu begreifen ist, euch beide liebe ich genauso. Ich sehe in euch das, was ich an meinen Kindern liebte, was von ihnen in euch blieb und das, was ihr noch werden könnt. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass wenigstens er halt eben wenigstens mal die anderen beiden beim Namen nennt. Aber ich habe so langsam das Gefühl, den Leuten sei einfach die Name ausgegangen. Segal, erzähl mir von diesem ersten Paladin, den Azzaril aus uns erschaffen will. Der erste Paladin ist die größte Verheißung Borbarats. Ein Wesen, das über den Menschen steht und doch menschlich ist. Seinen überlegenen Geist, seine unbändige Kraft,
Azarill wollte all dies besitzen. Der Paladin sollte ihr Werkzeug werden. Eine dumme Kreatur, die Kaiserreiche unterwerfen sollte, nur um von ebenso dummen Gläubigen voller Ehrfurcht angegafft zu werden. Doch Kairon, stell dir vor, was du alles erreichen könntest, wärst du der Paladin. Oder Kalandra. Und ihr beide könntet weiterleben. Nur noch ein paar Siegel zu zerschlagen und dann... Es ist zum Greifen nah. Das klingt nicht ganz schlecht. Verfällst du? Ich habe richtig verstanden. Du warst Kalandras Lehrer? Anfangs war sie verstockt. Sie misstraute mir. Doch ihr Wissensdurst war stärker. Sie verlor ihre Scheu und wurde zur besten Schülerin, die ich je hatte. Sie inspirierte mich, gegen Azarill aufzubegehren. Durch Kalandra begriff ich, dass das Wesen der Gaben nicht die Knechtschaft ist. Das Wesen der Gaben ist die Freiheit. Das freie, schöpferische Chaos. Sie sind dämonisch. Dämonisch, rohmagisch, feisch, koboldisch. Nenn es, wie du willst. Niemand kann sie zu seinem Werkzeug machen. Sie entstehen und sie wachsen aus sich selbst. Und sie wachsen so, wie ihr sie formt. Das, Kairon, ist wahre Schöpfungskraft. Aha. Du sagst, mein Vater hätte dich verraten. Vielleicht hat er dir erzählt, wie er euch raubte. Aus Mitleid, aus Menschlichkeit vielleicht. Die Wahrheit ist, dass er sich rächen wollte. Er war vernarrt in Azarill. Er begriff nicht, dass ihr Geist nach Höherem strebte als nach verschwitzten Laken. Als sie ihm und mir die größte Gunst erwies, nämlich euch alle zeugen zu dürfen, wurde er rasend. Er sah sich in seinem Stolz verletzt, er fühlte sich zurückgewiesen. Und aus Rache stahl er euch. Er ist weit gekommen. Wie konnte das geschehen? Schau in mein Gesicht! Ich habe ihn geschützt, über Monde hinweg die Suche sabotiert, bis es Azarill herausfand und mein Gesicht verbrennen ließ. Warum hast du das getan? Weil er mit deiner Mutter floh. Und ihr Leben war mir mehr wert als mein eigenes. Aha, deine Tochter? Vom Alter her könnte es passen. Erzähl mir von den Siegeln, Segal. Siehst du die Siegel hinter mir? In ihnen ist Zul'Garoths Kraft durch Azarils Vertrag mit ihm gebannt. Jedes Siegel steht für eine Gabe. Drei sind hier... Und wieder drei sind jenseits des Gartens. Und das letzte bewacht Azarill selbst, ich weiß. Aber wie breche ich die Siegel? Du brauchst die Schlüsselsteine. Grüne Kristalle, die in die Siegel passen. Wahrscheinlich werden die nicht offen herumliegen. Sie sind geschützt durch Rätsel, Fallen und Dämonen. Und sie prüfen selber, ob du würdig bist. Du musst die Kräfte verstehen, die sie dir verheißen, indem du überwindest, was du noch nicht geworden bist. Durch die Siegel will Azarill über Leib und Seele des letzten Erwachten verfügen. Doch die Siegel sind nicht willenlos. Sie bergen tiefe Geheimnisse unseres Glaubens. Wer sie bricht, dem sind sie untertan. Nach seinem Willen formen sie die Macht des ersten Paladins. Darum wird dir jedes Siegel eine Frage stellen. Und die Antwort schreibt sich in diesem Katechismus? Als ein Zeichen für die Gläubigen, die darin lesen werden. Es ist Kalandras Wunsch, dass du die Sakramente unserer neuen Kirche stiftest. Darum wähle weise, welches Sakrament die Kirche braucht und welches nicht. Der Geist des Siegels wird dir helfen. Er zeigt dir Geister aus deinem Geist, die dir das Für und Wider nahe bringen. Und inzwischen findest du einen Weg, meinen Vater zu befreien? Du kannst dich auf mich verlassen. Und wenn du noch weiteren Rat brauchst, helfe ich gern. Oh Gottes Willen, Siegel und Sakramente. Welche Funktion haben diese Siegel nochmal? Und wie breche ich sie? Du brauchst die Schlüsselsteine. Das kennen wir doch schon. Geh weg. Wer sie bricht, dem sind sie. Es ist So, zurück. Gehen wir einfach. Wird schon klappen. So, das sind also die Siegel, ja? Drei sind hier, drei auf der anderen Seite des Gartens.
Und die Schlüsselsteine sind irgendwo versteckt. Ich habe gerade eine Kiste gesehen. Ha, wusste ich es doch. So im Vorbeigehen mal eben das Schloss geknackt. Ah, schön. Ah, oh, Moment. Pflanze. Dorndistel. Was haben wir denn hier noch? Vom Waren und Pfeilchen. Oder oben liegt was drauf? Blackerasrune, Alkohol, Zauberkreide. Okay, dann schätze ich mal die Treppe runter. Und dann durch die Tür, die wir gerade eben schon mal durch gewesen sind. So, ich will aber mal gerade schauen. Erstmal das hier. Ein Malrein fehlt noch. Der Dämonenharn. Wie sieht das denn aus? Ich bleib bei Falks Rüstung. Sieht ja furchtbar aus. Was bist du, Kaihorn? Ein. Ich habe keine Ahnung, was ich bin. Ach, die Siegelsteine sind hier hinter den Türen. Aha. Hey, lass das. Stell dich mal ein bisschen genau. Ach, nur eingetroffen. Wieder nur ein. Ah ne, zwei. Kipp um. Danke. So, was haben wir denn da? Ich bräuchte den Hinweis auf das Rätsel. Danke. Ich bräuchte überhaupt mal erstmal Informationen, was das überhaupt hier darstellen soll. Türme von Hanoi? Ich einfach muss benutzen, benutzen, benutzen. Man muss sie einfach alle drei schnell nacheinander öffnen. Alles klar. Lesen. Sieht aus, als müsste ich die Sätze richtig anordnen. Das Bündnis der Ehe ist für den Gläubigen eine Verpflichtung. Sie wird nicht aus dem Wunsch, nee, sie wird nicht aus, wo haben wir es denn? Nicht aus Liebe geschlossen? Nur aus dem Wunsch zum ewig währenden Wettstreit erhält sie ihre Berechtigung. War es das? Schlüsselstein der Ehe. Okay. Next. Goldschmied. Wo war's? Heilkunde? Ja. Das war viel nicht genug. Aber ich kann jetzt endlich meine Rüstung aufwerten. So, da haben wir mal Zeichen des Krieges. Und den Panzerarm. Und Latikas Dingens da. Latikas Bruchstück. In den Harnisch. Und dann schauen wir nochmal AP erhalten und können jetzt wahrscheinlich das hier erhöhen. Sehr schön. Sei geheilt. Göttergleich. Aha. Moment, was?
Tatsächlich, ich habe die Höchststufe in Fingerfertigkeit. Cool. Sehr schön, sehr schön. Oh, was liegt denn da? Eine Kritzelei. Die Schrift gleicht den hinterlassenen Botschaften in der Ausgrabungsstelle des Sumpfes. Quelle des Lebens. Okay. Von deinen Händen tropft das Blut. Ich habe es also Blut. Okay. Warum? Warum habe ich das Gefühl, dass ich nicht weiter vorwärts möchte? Das sieht komisch aus. Alles klar. Da muss irgendwo ein Schalter sein. Oh Gottes Willen. Da ist ein Schalter. Oh Gott. Benutzen. Benutzen. So, was immer du bist tot, du bist auch tot. Moment mal! Ich hab keine Wunde davon getragen. Seid ihr Zand? Ach, noch mehr. Das könnte ein Zahnteam sein. Ich habe eine höhere Lebensregeneration, als das Gift mir Schaden macht. Das ist ja großartig. Aufnehmen. Schlüsselstein der Taufe. So, dann haben wir hier nochmal eine Tür. Wahrscheinlich wieder einen Kampf. Oh, eine Bibliothek. Also noch eine Bibliothek. Was? Noch mehr Achas. Okay. Stirb einfach. Danke. So, was haben wir denn hier für ein Rätsel? Hat das hier mit zu tun? Nö. Hä? Hier ist nichts. Ach, das ist eine Tür. Einfach nur ein großer Raum mit nichts. Toll. Schurinknolle. So, wenn es sagt, dass ich nach da gehen soll, gehe ich erstmal nach da. Lass mich raten, da muss ich sowieso lang. Den Hebel, den ich nicht ziehen kann. Genau, gehe ich einfach wieder. Was haben wir hier? Glitzerndes Katzengold. Hm, das hat nicht geklappt. Schade. Ich bräuchte ein Rezept. Habe ich? Ich hab's noch. Gut. Ich habe es nicht verbraucht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach es im Katzengold? Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen genauer hier. Lass uns mal durch. Ach ja, super. Jetzt kommen auch noch mal die Achas-Magier mit ihren scheiß Kuppeln.